Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stoneblock. Oh Mann, ich habe echt viel Chickens gemacht. Ich habe verdammt viel Chickens gemacht. Inzwischen bin ich bei Lumium Chicken angekommen und schon bei Ally Chicken im Draconium Strang, sag ich mal. Ich habe jetzt mir auch drei ausgeschrieben, die ich auf jeden Fall machen möchte. Einmal Enderium Chickens, Lumium Chickens und Awakened Draconium Chickens. Heißt, die Lumium, also quasi alles, wofür ich also Flüssigkeiten brauche, mache ich lieber dann mit den Hühnern, als es dann auto zu craften über Magma Crucible und hast du nicht gesehen. Deswegen Lumium Chickens über Chickens. Dafür brauchte ich also Zinn und Glowstone. Zinn geht man aus Bone und Clay. Clay aus Sand und Snowball. Snowball aus Lock und Lapis. Und die habe ich alle gemacht und alle hochgecraftet und alle. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie lang ist ein Minecraft-Tag? Ich glaube 20 Minuten, kann das sein? Ich glaube schon, ne? Weil ihr seht ja oben links meine Tage, die ich in-game gespielt habe. Und wir haben kein Bett. Ich habe noch nie einmal geschlafen. Das heißt, 121 mal 20 Minuten habe ich inzwischen schon in diesem Pack verbracht. Und die meiste Zeit davon wirklich aktiv. Ich glaube, ich bin nicht einmal geidelt. Ja, und deswegen hier alles brav hochgecraftet. Und hier die ganzen Zwischenschritte. Magma Slime und Zinn, Blaze, Soul Sand. Wo die Ink? Wo ist das andere Ink hin? Ah, nee, ich habe kein zweites schwarzes Ink. Das ist doof. Obwohl, die kann ich eigentlich recht fix machen, vor allem, weil der so hoch schon ist. Was habe ich noch? Ender Chicken habe ich jetzt. Snowball Chicken. Jetzt können wir Sand machen. Glas sowieso. Slime Chicken, Eisen Chicken. Was Cooles? Ach ja. Ich habe hier, man kann ja den 16er Stack in so einen Roost Nest quasi reinsetzen und das produziert dann schön brav. In dem Fall Diamanten und hier, wenn man innerhalb von einem 9x9 Bereich einen so einen Juice Collector stehen hat, wird er von allen Juice über in dem 9x9 Bereich alles einsammeln. Und ja, ich habe während ich gebreedet habe, eventuell das Snowball Chicken und das Diamant Chicken im Roost gehabt und ich habe eventuell ein bisschen viel Diamanten. Aber das liegt auch daran, weil der Pro durch Kacklauf hier 3 Diamanten kackt und das ist echt viel, vor allem wenn man da eine Stunde vorhockt und Dinge tut. Pff, alles ein bisschen lächerlich, aber ja. Okay, ihr seht ja, ich habe mich bekehren lassen zu Roost. Roost ist ein guter Mod, vor allem, gut, ich sehe es ein. Dadurch, dass man die Chickens stapeln kann, ist es definitiv besser als Chickens. Eindeutig. So, heute wollen wir uns mal weiter um den Wither kümmern, dass wir mal eine Automatisierung hinbekommen, beziehungsweise für die Einzelparts. Ich habe jetzt gerade mal Wither Glas gebaut, also dieses Reinforced Glas. Mit Dirty Glass, einfach nur Soul Sand und Glas mit Obsidian dann. Und ja, ich weiß gar nicht, wie man das Ding aufbaut, aber ich will es überhaupt so weit weg haben dann. Ich glaube eher nicht. Ja gut. Dann gehen wir am besten das Ganze mal ganz kurz abbauen hier. Ja, ist okay. Lang lebe der Vein Miner, ich sag's euch. Dankeschön. F7 kurz checken. Ist eigentlich alles gut. Okay. So. Ich weiß nicht genau, wo ich es gerne hätte, weil irgendwie diese Ecke hier gefällt mir noch irgendwie gar nicht. Hier habe ich zwar super viel, aber irgendwie ist hier Ende. Voll, welches Wasser. Ich muss das Ding endlich mal ordentlich weiterbauen, dieses Ding endlich wieder umbauen. Und was ist eigentlich mit der Seite? Die Chicken-Seite? Uff, ja gut. Ich muss das hier umbauen und dann muss ich da weiter erweitern und hier die Reihe auch mal ordentlich machen. Zu meiner Farm. Gibt's denn irgendwas Cooles gibt's inzwischen? Ah ja, ach. Hä? Warum? Was ist hier los? Tust du nicht ab? Hä? Es hat Probleme? Aber warum? Das ist komisch. Ich glaube, ich brauche mal einen Advanced. Weil ich habe hier extra den Vakuumhopper noch hingebaut, weil das Ding. Ich habe es schon erzählt, ich glaube nicht. Ich habe die normale Farm durch einen Harvester ersetzt, weil der ein bisschen besser arbeitet. Aber der hat das Problem, der kann entweder Area oder einzeln abernten. Wenn er die Area aberntet und zufällig ganz, ganz viele auf einmal
abgeerntet werden, dann schmeißt er auch das, was übrig geblieben ist und nicht hier reinpasst, auf den Boden. Deswegen habe ich den Vakuum aber hier hingepackt. Aber anscheinend packt der es auch nicht. Du kannst da nicht reinpumpen. Das ist das Problem. Okay. Das heißt, ich brauche noch einen Importer. I see. Kann ich überhaupt zwei Importer auf ein Dingens packen? Könnte schwierig werden. Guck mal. Cable. Und eine Kiste. Ach ja, und mir ist ein Malheur passiert, Freunde. Ich habe nämlich die Lootbag-Verarbeitung habe ich jetzt mal vollautomatisch hinten zur Mob-Farm gebaut. Dass es auch da aus dem System rauszieht. Ich glaube, ich kann das nämlich nicht. Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay. Dann eben so. Und du tust nach oben. Und nein. Nicht zur Seite. So. Mhm. Okay. Das und das. Ja, warum habe ich einen Glowstone-Check in der Hand? Ich weiß nicht. Wegen dem Lumium, genau. Lumium und Ardite. Ardite muss jetzt. Genau. Also, für Indirium brauche ich Nickel-Silber, für Nickel brauche ich Bone-Kaktus und für Silber brauche ich Eisen-Bone. Die habe ich, glaube ich, bis auf die Kaktus, glaube ich, schon alle hochgetradet. Awakened Draconium brauche ich Draconium-Ender. Ender habe ich schon. Draconium-Pick-Iron-Ender. Pick-Iron-Ardite-Iron. Also, brauche ich bloß die Ardites noch hoch, dann kommt das Pick-Iron und dann Draconium und dann Awakened Draconium. Also, das geht ja noch halbwegs. Okay, wo war ich? Ach genau, die habe ich weggepackt. Nach hier hinten. Und es gibt ein paar Items, die kann man nicht rechtsklicken in einen Controller, sollte es, ne? Das. Oh, das geht nicht. Das ist schwierig. Hä? Aber ich habe doch dich. Bist du voll? Oh shit. Bist du ganz voll? Oh shit. Mal ganz kurz meine Mob-Farm deaktivieren. Oh. Tschüss. Miese Brise. Mein Malheur. Es gibt Dinge, die kann man in den Controller nicht rechtsklicken. Das ist ziemlich. Huh. Frisky Biscuit, Freunde. Weil, ja. Da kann alles rauskommen, da kann eine Riesensphäre rauskommen, die kann uns so Baseball komplett machen, weil es ist nämlich der egal, was da vorher steht. Das ist das Problem. So, bin. Deswegen, problematisch. Oh, das war so nicht geplant. Ja, da müssen wir jetzt erstmal mit klarkommen, sag ich mal. Das ist echt ungeil. Weg mit euch! Dankeschön. Muss ich echt platt machen? Komm her! Sonst sollte aber jetzt gerade. Ist sie weg? Wir müssen eigentlich. Tun die despawnen? Wo ist sie denn? Komm her! Habe ich meinen Bogen dabei? Nein. Erstmal die Fächer hier aus. Fächer, sag ich schon. Die Fails. So. Wo ist die kleine Kackspinne, ne? Ja, wo ist sie denn? Die spawnt, okay. So. Okay, ja, gut. Die muss erstmal jetzt ausbleiben. Für jetzt. Hier sollte möglichst auch nichts spawnen, bitte. Danke. Puh, schwierig. Okay, wir müssten rein theoretisch die Rüstung halt aussortieren. Okay, können wir ganz kurz einmal alles, was wir so brauchen, da raus. Oh Gott, das ist echt blöd. Das ist super blöd. Was fange ich denn da an, ey? Ist ja furchtbar. Holy shit. Das kommt
mit, das kommt mit. Ja, meinetwegen auch. Ist mir egal, das System ist inzwischen zum Glück groß genug. Und das Ding muss ich auch mal anschließen ans System. Das kostet ja nichts. Ist ganz schön viel Krimskrams drin, ne? Ich will eine Kackrüstung nicht. Holy moly. Nicht cool. Das muss rüber. Und die Dinger und... Oh Gott. Okay. Okay, hat's. Okay. Dann bleibt das Ding halt erstmal aus. Ist egal. So, ne? Ganz kurz zur Bergöffnung, ne? Hier wird reingezogen. Hier wird also komprimiert. Tut es immer noch laufen hier? Ich hoffe doch. Mit Filter. Und hier wird es dann geöffnet. Und hier wird alles, was da rauskommt, ins System gepackt, weil es sind gerade nur die Legendary, die ich öffne. Und da gibt es nicht so viel, was rauskommt, außer die. Die kann ich natürlich nicht in den Storage reinpacken, weil die nun mal ein Upgrade sind für den Storage, deswegen müssen die halt da drin bleiben. So. Okay, können wir jetzt den Scheiß bitte wieder hier reinpacken? Dankeschön. Mitnehmen, tun wir das noch. Das. Und die Kartoffeln meinetwegen auch. Okidoki, reicht. So, Wither. Für den Wither brauche ich einen Wither-Builder. Und um ihn zu bauen, brauche ich Plastik. Um Plastik zu machen, brauche ich einen Baum. Ich kann auch mal hier endlich alles kombinieren. Habe ich den Rubber Tree. Rubber Tree. Keine Ahnung, aber ich kann schon mal eigentlich alles ins System packen, weil wie gesagt, wir haben ziemlich viel Platz. Zum Glück. So. Das kommt auch mal wieder weg. Ganz kurz. Wo kommt der goldene Helm her? Habe ich nicht hier den Recycler noch? Uff. Dann kommt er halt weg. Da hat jemand nichts getan. Das ist ja. Leer, so gut wie. Ring. So, die Sachen kann man noch drüben tun. Ja. Disenchanting Hip oder Hop. Aber so viel Krimskrams ist echt nicht cool. Kann ich... Ich will das nicht on screen machen, so jetzt reicht's. Es reicht. Der Rest kommt in die Tonne jetzt. Punkt aus, Ende. Man muss sich auch mal trennen können. So. Okay, also, wo war ich? Beim Rubber. Habe ich ein Rubber Sapling. Und wie komme ich hier überhaupt dran? Rubber Seeds. Den sollte ich eigentlich auch nehmen. Habe ich ja meine ich schon gesehen eigentlich. Eigentlich. Aber anscheinend auch nicht. Ich war der Meinung, der würde aus dem Sift rauskommen von Dirt. Muss ich echt den Ding ins Weg gehen? Den. Latex. Wahrscheinlich schon. Latex Processing Unit. Ja. Ja, gut, dann kümmern wir uns mal darum. So, Latex Processing Unit, Eisengier. War das eins? Ja. Zwei Fonanzen, ein Stahlblock und go. Okay, dann brauche ich Kollektoren. Heißt der Kollektor? At Industrial und dann einfach Latex bzw. Tree Fluid Extractor, genau. Der war's.
Habe ich Funans? Nein, da. So, so, so. Nur davon brauche ich noch ein paar mehr. Sonst macht das keinen Sinn. Das ist noch 1, 2, 3 mehr. Haben wir 4 Stück. Das ist okay. Mhm. Und dann brauche ich Strom. Genau, Strom. Strom, Strom, Strom. Also, oh Gott, wie hieß der Mod? Shit. Plug, 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 plug. Flux, plug, flux. Networks at. Flux. Und mir sagte jemand. Flux. Networks. Mhm. Okay. Das ist ein ganz, ganz toller Mod. Den hatten wir, glaube ich, schon mal in Sky Factory 3. Der ist super genial. Also, wir haben hier nämlich ein, ich sag mal, Energietransportations- oder Teleportationsnetzwerk. Das ist ganz super. Dafür brauchen wir erstmal einen Controller, der uns quasi, ne, hier das Netz überhaupt zur Verfügung stellt. Dafür brauche ich Flux. Das ist gebrannter Redstone. Voilà. Wo habe ich denn hier meine schnellste... Bist du die schnellste Furnace? Ich glaube schon, ne? Hier. Tu mal. Die schnellste... Ja gut, wir könnten jetzt mit dem übrig gebliebenen Dingens Insanium könnten wir jetzt eine Furnace hoch... Also die Furnace einmal hochcraften. Die ist schon ziemlich schnell und effektiv, aber die braucht halt Brennmaterial. Wobei wir könnten... Die haben so viele Sticks, wir könnten auch die Sticks nehmen. Okay, Supremium. Dann brauche ich, um dich hochzukraften, einen Block und 3, ne? Ja, okay. Nee, ich brauche dich. Und kurz vorher nochmal gucken, ob wir die Quest auch abgegeben haben, aber ich denke schon. Das hier. Den dürfen wir endlich claimen. Und Premium. Mhm. Der nächste höhere ist allerdings, glaube ich, mit Netherstar. Ein Netherstar und drei Supremium Blöcken. Okay, das schaffe ich, glaube ich, noch nicht. Insanium. Oh. Oder doch? Hm, cool. Okay, cool. Dann. Das da. Da. Und, Wither Skelly Skulls. Boom, boom. Und das ist nicht korrekt. Und was fehlt? Was fehlt? wie ist es auch gleich? Furnace. Nein. Ultimate. Ach, 4. Okay, okay, okay. So. Floop. Dann, genau, könnten wir einen Exporter ranpacken. Müssen wir nur gucken, was wir dann als Brennmaterial nehmen. Wir könnten aber auch die Baumdinger. Müssen wir das ans System anschließen. Beziehungsweise in die Nähe packen. Jo, das klingt gut. Und dann ab nach unten. Also, da brauche ich ein bisschen mehr Platz, weil ich die linke Seite brauche und die obere Seite und die untere. Also kommst du ganz, ganz woanders hin, weil ich... Hier ist gut. So. Also, Latex. Latex, Latex. Einmal du, einmal du. Und der Controller. Nur der braucht Strom. So. Flux. Controller. Genau. Der gebrannte Redstone. Und ein paar Enderperlen. Aber die haben wir genug. Also. Fluxblöcke. Das sind die Dinger. Achso. Mhm. Mehr davon. So, Controller. 3, 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal dafür. Und der Controller. So. Der Controller muss jetzt ans Netzwerk angeschlossen werden. Der
bekommt den Strom, den tut er dann durch die Gegend schicken. Können wir das dann mal hier oben hinstellen, dass er eine recht hohe Prio hat für Strom. Stimmt das auch, was ich hier erzähle? Select a Network. Wir müssen erstmal eins createn. Das ist mein Netzwerk. Created. Und dann, voilà. Nehmen wir mein Netzwerk, einfach dran klicken. Und dann sind wir eingetappt. So, jetzt ist die Frage, tue ich dich ans Netzwerk anschließen oder nicht? Und wenn ja, welche Seite? Warte mal. Ganz kurz gucken. Du bist mein Netzwerk und... Das war ja ein Kabel, was du auch annimmst. Letzton. Okay. Dann, wenn du nur der Controller bist. Okay, dann. Ach stimmt, die Flux-Points selbst waren es, glaube ich. Egal. Den können wir trotzdem mal dahinstellen, auch wenn er keinen Strom annimmt. Wobei den sollte ich vielleicht in den Boden stellen. Das ist eine ganz gute Idee. Es ist gerade so schön symmetrisch. Ich will es nicht zerstören. Ah, den können wir hier hinstellen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Könnte noch Wireless Charging. Egal. Wireless Charging ist keine gute Idee, sonst wird unsere Batterie im Inventar alles aus dem System saugen. Also, so. Wir haben jetzt hier einen Input-Output-Point. Energy to the Flux Network. Das brauchen wir zuerst, um quasi das System zu sättigen mit Energie. Was fehlt? Achso, die Blöcke. Ach Gottchen. Mehr Redstone. Ich muss die Redstones jetzt wieder reinschmeißen. Ach, die habe ich, glaube ich, hier. Ne, hier, hallo. Und die sind noch angeschlossen. Ah ja, Tatsache. Cool. Okay, gut. Es ist da nicht so aus. 2000 kam mir zu wenig vor, aber es ist, glaube ich, in Ordnung. Okay. Mehr. Redstone. So. Weg damit. Und rein damit. Also 1, 2, 3, 4 oder so. Für den Anfang erstmal ein Plug, der verteilt. Also das ist quasi dann unser Netzwerk, also das Gerät, was ins Netzwerk verteilt. Wir brauchen erstmal hier ein Netzwerk, das ist dann das hier. Und ja, jetzt könnten wir dem auch eine Priorität zuweisen. Wir könnten ihm sagen, wie viel er maximal transferieren darf. Wir können ihm sagen, dass er, ja, ich glaube, das war auch mit dem, wo ist der Network Dingens? Nee, nein. Ist angezeigt, Statistiken, Allowed Players, Debug, Edit und so weiter. Der ist blau, also das heißt, er funktioniert. Jetzt brauchen wir noch ein Point, der quasi dann das Ganze annimmt und die Energie nutzen kann, die er gerade ins System schickt. Und erstmal zwei. Einmal einen für den blöden Enderman Protektor. Den wir direkt mal verstecken. Sollte er selbst wissen, wo er einplagen kann. Genau. Dann wieder Netzwerk auswählen natürlich. Das soll nämlich bei jedem Ding auswählen. So. Hier ist sogar dran, wie viel. Obwohl es falsche. Können wir hier sagen, in welcher Energieform? Ah ja. Redstone Flux wäre nicht schlecht. Wir haben Controller speichern. Achso, ich muss erstmal speichern drücken, natürlich. Redstone Flux. Speichern. Dankeschön. Okay, jetzt. Hätte ich auch an den Punkt machen können, ich weiß. Okay, Redstone Flux. Nice. Nice, nice. Es funktioniert. Auch ich liebe es, wenn Dinge funktionieren. So. Sehr schön. Jetzt können wir das Ding irgendwo hinsetzen. Wo wir gerade Platz dafür haben. Ich denke, ich setze es nach unten. Ich könnte es eigentlich sogar direkt hier eintappen, weil es vollkommen egal ist und dass ich das Ding sowieso bauen wollte und für den
hoppala. Creeper Spawner, Wither Spawner eh brauche. Und das und das und das. Na, ich hätte vielleicht nur 3 bauen sollen. 4 ist so eine doofe Zahl. Oh, falsche Richtung. Ich kann auch 5 nehmen. 5 ist auch gut. Dann, das war ein Tree Extractor. Möp. Und jetzt müssen wir nur noch da Bäumchen hinstellen zum Extrahieren. Das kann man natürlich automatisieren, muss man aber nicht, weil so viel Latex oder so viel Gummi braucht man nicht. Deswegen brauche ich jetzt am besten die Fluidkonduide. Die sind auf jeden Fall handlicher als alles andere. Das sind die hier. Ach ja, ich brauche vielleicht erstmal den Conduit Binder, das wäre nicht so verkehrt. Den könnten wir auch gleich mal herstellen lassen, glaube ich. So, das ist einmal das und Redstone Furnace. Es gibt 2. Oh, das Sache. Cool. Gut zu wissen. So, Processing. 1 hiervon wird zu 2 davon. Boom. Okidoks. Das kommt. Nein, kommt's nicht. Doch, kommt's wohl, aber ich kann's hier oben machen. Muss ich mich dran gewöhnen. Wird zu im Redstone Furnace. Und du bist einfach nur ein Crafting-Rezept. Das ist die Kiste. Nein. Da. Das ist die Kiste, die ist immer noch unsichtbar, auch in diesem Mod. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. So. Lass mich runter. Dankeschön. So, sollte er erstmal machen. Den Furnace schließen wir dann was anders an. Obwohl, den kann ich eigentlich auch. Machen wir später. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay. Flux Point. Dann die Coil darf weg. Das kommt weg. Fluid, das gibt es noch. Es gibt einen Pressurized, aber ich brauche erstmal Quiet Clear Glass. Okay. Quartz. Machen wir erstmal den. So. Also, schwupp. Nee, ich brauche dafür echt schon das dicke Glas. Aber ich habe doch Quiet Clear Glass gemacht. Fused Quartz, nicht Quiet Clear. Ach, dammit. Nein. Ist das. Es ist. Clear Glas. Einfach nur Glas. Oh. Okay. Kann ich das auch mit normalem Glas machen? Also mit dem Glas? Anscheinend nicht. Mist. Dann brauche ich Glas. Okay. Nur aber.
Conduit. Das Weiße gibt's mir. Ja. So. Dann sagen wir ihm Extract, 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 Always Active. Ist doch richtig, ne? Ja. Always. Na? Always Active. Always, Always. Andersrum. Dankeschön. Okay? Nicht okay. Achso. Jetzt kommt der Baum ins Spiel. Wir brauchen Holz, das wir quasi davor stellen. Und dann wird dieser Baum quasi langsam abgebaut und daraus das, ja, Latex abgesaugt. Die kriegen so halt Risse, wie als man den abbauen würde. Und nein, man kann das Ding nicht austricksen, wenn man den Baum abbaut und wieder hinstellt, hat sich das gespeichert. Das heißt, man kann es nicht unendlich loopen, dass man nur einen Baumstamm pro Latex-Ding hat. Das geht nicht, es wird gespeichert. Wir sind schließlich in 1.12, da wird alles gespeichert. So, wir brauchen noch Wasser. Oh, wir brauchen noch Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, okay. Wird das noch Zeit für ein Reservoir? Reservoir. Nee, das heißt inzwischen Endervoir. Endervoir. Ich werde, ja. Aha. Aha. Und zwei Buketts. Mit echtem Wasser. Wo habe ich immer mein echtes Wasser versteckt? Das ist echtes Wasser. Echtes Wasser. Da. Nee. Nicht ganz. Ist hier zugebaut? Ich glaube schon. Ja. Wo ist denn hier mein Wassertab? Ich glaube da ganz hinten. Oh Gott. Dann machen wir es. Hallo. Mein Gott. Tank. Nehmen wir den, der funktioniert auch. Und bumm. Okay, braucht ein bisschen, bis es hier ankommt. Näher an die Quelle. Gimme, gimme. Dankeschön. Na komm. Erstmal schon Kaffee drüber. Okay. Also. Das Endervoir. Wo schließe ich das an? Besten hinten rum. Ich setze es mal hier hin. Also. Ein Rahmen, zweimal Wasser, unendliche Quelle, regeneriert sich immer wieder nach. Ich brauche mehr von denen eindeutig. Mehr Glas, echtes Glas, bisschen noch. So. Mhm. Dann höpti-höpti und go. Also gut, dann packen wir das nach hinten, damit es nicht kommt. Obwohl, das machen sie sowieso nicht, solange da ein Fluid drin ist. Ja, das ist das Schöne daran, die verbinden sich nicht, wenn da Latex drin ist, flüssiger Latex, dann verbinden die sich nicht. Das ist sehr praktisch. So, Extract Always Active. Und der kann beides, also wird er auch inserieren. Da, so. Jetzt kann hier endlich Latex produziert werden, beziehungsweise das Latex-Drops werden dann zu Gummi. Okidoki. Tiny Dry Rubber. Das ist jetzt unser Plastik. Das noch aufschmelzen müssen. Hihi. Und die Bäume müssen natürlich dann, wenn es soweit ist, wieder nachsetzen. Aber noch nicht. Wir können derweilen schon mal die Kisten aufmachen. Upgrades und Upgrades. Okay, cool. Mhm. So, und die können wir jetzt einfach zusammencraften. Zu einem Dry Rubber. Und den brennen wir einmal durch.
Und daraus werden Plastik-Sheets. Plastik-Sheets. So, jetzt können wir erstmal den Wither-Bilder bauen. So, da brauchen wir einen Netherstars, die Casing. Und das war's. So, der kommt. Dann. Oh Gott, ich habe noch gar nicht umgebaut, wa? Dann bauen wir halt zusammen um, Freunde. Du wolltest es so. Also gibt es ein bisschen mehr auf Bauen. Oh, halt die Klappe. Nur hier muss ich mir noch was überlegen. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Überhaupt nö. Ich will auch so Durchgänge haben am besten. Puh, schwierig, aber die Abstände sind nicht gut. Leider. Ich kann den hier einfach auslassen und hier den nächsten bauen. Ich würde sogar, glaube ich, fast hinkommen. Fast. Bis wohin gehst du? Du bist da nicht verbunden. Das heißt, ich kann dich wählen, mein. Boom. Ja. Auch her und du auch erstmal. Aha. So, also wenn der Durchgang hier sein soll. Sehr gut. Und hier. Dann ist hier Licht. Aha. Okay. Okay. Halt rum. So. Ja. Als Eingang. Wie habe ich es hier gemacht? Erstmal glatt und dann den lustigen Bogen. Okay. Dann gucken wir, dass wir das nächste hier noch verschieben können. Will ich es verschieben? Ich glaube schon. Tut dann irgendwas, das wird nicht funktionieren. Einiges, aber das ist nicht schlimm. Wir gucken mal kurz, wie weit wir da kommen. Erstmal die Wand glätten. Voilà. Diese Endymans sind super nervig. Wie weit ist jetzt die Build Range von diesem Ding? Show Range. Da ich keine weiße Wand sehe, ist die Range eigentlich unendlich. Warum spawnen wir ihn immer noch? Obwohl, nee, du warst schon vorher da, meine ich, bevor ich dich angeschossen habe. Kann sein, aber wir gucken nochmal. Auf jeden Fall. Ach so, weil sonst hau ich meine Schafe wieder. Nur komm raus da. Ah, ist in einer Monsterfarm. Aber die ist die an? Die ist an. Okay. So viel dazu. Okay. In Hoffnung, dass das Ding funktioniert. Okay. Hide. Und dann könnten wir so lange die Batterie hier wieder reintun. Und so. Okay. Wie viel haben wir jetzt hier zwischen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hier der nächste Durchgang. Okay. So. Sporadisches Licht. Wir können natürlich noch die Bending-Maschinen bauen und dann hier im... Obwohl, ich mag die ja, die Dinger, die Glasteile. Ich mag die. So, Passt das? Das passt nicht. Das heißt, ich muss die Dinger versetzen. Okidoki. Wo ist mein Tank? Behältst du deinen Lebensmittel oder nicht? Ja, das tust du. Sehr schön.
passen entweder 8 oder 16 rein, aber ich glaube, es waren 8. Glaube ich. Wir werden es erfahren. Okay, dann bauen wir hier erstmal um. So, nach hier. So. Tun wir erstmal entfernen die Wasserquellen. Sonst ist nur Chaos hier angesagt. Wo ist die nächste? Da. Und da. Und da ist noch eine. Und da. Und da. Hier. Okidoki. So, also. So, kann man so auch beliebig erweitern. Am besten da oben, wo es keinen stört. So, dann. Und Water. Einmal da. Einmal hier. Immer schön, damit sie sich nicht verbinden können. Damit jede Seite von diesen Blöcken eine fließende Seite abbekommt. Das heißt, es war... Oh Gott, nee, das ist nicht korrekt. Das war korrekt, ne? Oh, ich glaube... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Theoretisch schon, ja. Sechzehn. Ja. Wunderbar. Sehr schön. So, jetzt. Wo kommt hier die Wand? Die Wand kommt. Ja. Beziehungsweise hieß der. Der Eingangsbogen. Okay, und hier sind wir durch. Das heißt, die Wand mache ich dann am besten doch bündig. Zur Innenwand hin. Bitte spawn jetzt nichts. Das wäre schlecht. Das da weg, 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 weg. Nix gespawnt. Schnell ausleuchten. So, upala. Okay, hopp. So, wie mache ich es am cleversten? Also, wie groß muss die Farm sein? Ich glaube 3x3 mal 4 hoch. Ich glaube irgendwie so. Okay. Ich habe mir das Setup noch gar nicht angeguckt gehabt. Dann werden wir es halt mal so durchprobieren. Also. Ich brauche den Wither Builder. Der Builder kommt, denke ich mal. In die Mitte von dem Gerät. So, und baut direkt drüber. Show Working Area. Aha. Okay.
Das heißt, ich baue ihn einen tiefer und schräg. Oder so, ist eigentlich auch vollkommen egal, in welche Richtung. Okay, dann kommt in die Mitte schon mal. Ich muss auch nur noch hier gehen, weil ich habe natürlich die beiden Dinger hier verbunden. Und auf dem Weg der Verbindung habe ich... Ist es schon wieder soweit? Was ist denn hier los, Freunde? Oh, ich habe es nicht angeschlossen. Das ist hier los. Jo. Ja. Okay. Nun denn. Auf dem Weg habe ich natürlich wieder eine Wireless-Torch gesetzt für mein System, damit ich hier an den Hühnern vor allem halt ein System tappen kann. Das ist mein System. Das ist mein Questbuch. Das ist das System. Hallo. Ja, sehr praktisch. So, was habe ich gesagt? Ich wollte die Weatherproof-Dinger, die heißen Reinforced irgendwas. Mhm. So. Dann reinforcen wir mal, wobei ich natürlich den Boden am besten mitnehme, weil überall, wo schräg eine Diagonale frei ist, ist jetzt, es geht nicht darum, dass er daraus glitscht oder so, es geht darum, dass er vor allem die Explosion, dass sie da nicht durchkommt. Das hat man schon drüben getestet gehabt. Einen soliden Block. Zum Glück ist das Zeug ja so günstig, dass man es sehr gut nachcraften kann. Hauptsache keinen Explosionsschaden drumherum. Das wäre doof. Decke nicht vergessen. Soll ich jetzt einen höher machen? Nee, eigentlich nicht, oder? Reicht 3x3? Eigentlich schon. Puh, ich bin da echt unsicher. Machen es lieber einen höher. Dann haben wir auch kein Problem hinterher. Wie gesagt, das Zeug ist schließlich extrem günstig. Macht nur extrem viel Krach. Reinforced irgendwas? Seht ihr an? Nein. Das da. Ja. Okay, einmal nur verbaut. Das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Prost, Freunde. Okay. Jetzt reicht's aber. Der will nicht. So. Und dann brauchen wir natürlich noch das Glas, weil es so hübsch ist. Es müsste aber genauso wie... Obwohl, es ist vom selben Mod, ne? Tiny Progression. Perfekt, gut. Das heißt, es ist auch explosionsproof. Okay, cool. Jetzt brauchen wir noch, weil dieses Wither-Ding scheiß nervig ist, brauchen wir einen Wither-Muffler, damit wir nämlich den Kack von dem Typen nicht hören müssen. So, Wither-Muffler. Hup und hup und hup und boom. Stops Wither-Boss Death Sounds within 8-Block Radius. Right-click to hide Boss Bar. Mhm. Den bauen wir direkt hier mit ein. Am besten in die Ecke. Wohin ist eigentlich? Obwohl, wir können auch unten drunter bauen. Wir müssen hier eh noch alles verkabeln. Ja, kann ich auch davon da rein tappen. Das ist eine ziemlich lange Leitung, aber es ist ja zum Glück alles hier sehr, sehr günstig. So, also. Einmal runter. Gehen. So, dann komme ich hier dran. Wir können auch ein Wireless-Netz bauen, rein theoretisch. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
Oder ich lasse sie halt nur so viel bauen, wie ich das gerne möchte, also quasi nur halbautomatisch, dass der mir, dass ich dem das Material gebe und dann baut der. Wäre, glaube ich, für mich erstmal besser. Gut, rankommen muss ich trotzdem. Und jetzt brauche ich noch eine, kann ich hier, ja, eine Grinder. Kann denn, ich habe, der normale Foregoing hat doch, kann doch einfach alles platt machen, oder nicht? Ich glaube, den gebe ich nochmal eine Runde. Ich meine schon. Was sagt die Zeit? Wow, wir machen heute eine schöne Doppelfolge, wa? Eine schöne Stundenfolge, Freunde. Freut euch. So, habe ich gesagt, den Mob Crusher. Ja. Tiny. Jo. Den könnte ich jetzt mal eben mit dem Exporter. Exporter. Start. Dankeschön. Wir exportieren hier Sticks. Ganz genau. Und dann ja, können wir den Rest einfach schmelzen. Ich weiß gar nicht, wie schnell das hier geht. Womit teste ich es am besten? Vielleicht mit Sand. Okay, das nenne ich mal Geschwindigkeit. Hust, 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 hust. Okay. Lul. Ja. Okay, das hätten wir. Jetzt habe ich gesagt, Plastik-Dingens-Bummens, jo. Ein Schwertle. Obwohl, ich hätte, glaube ich, sogar noch ein Schwert gehabt. Zweimal hiervon. Da kann ich ja nehmen, was ich will, ne? Nehmen wir den Stahlblock. Jo. So, typ, 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 typ. Chill. Dankeschön. Den brauche ich noch. Und da brauche ich Strom. Da brauche ich noch einen Point. Und ein Upgrade brauchen wir da noch. Und hier wieder Boden. Weiß eigentlich egal. Flip. Okay. Wobei, den sollte ich eventuell in die Mitte setzen. Ansonsten. Wenn der Wither mal hochfliegt, wäre das sonst doof. Show Area. Hide Area. So, Upgrades. Upgrade, wie heißen die? Card? Oder an die Namen im Speziellen? Range? Range Card heißen die, glaube ich. Nee, so heißt es noch nicht. Nee, nee, nee. Industria. Wie heißen sie? Range Add-on. Okay, also, wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich brauche mindestens 2. 1, 2, 3 am besten. Dann haben wir auch alles abgedeckt. Drei Tier, drei. Also ein Zinn. Okay. Flip. Wie weit geht das? Bis nach ganz hinten durch. Und wie hoch? So hoch. Ja, das ist doch super. Wobei, dann setze ich mich wieder auf den Boden. Obwohl, ist eigentlich egal. Ist doch wurscht. Ist doch wurscht. Mensch. Dann kommt der Point. Kommt ruhig. Oh, daneben.
kommt oben drauf. Netzwerk wählen, das ist unser Netzwerk. Fertig. Okay. So, du hast keinen Strom. What? Why? Hello? Post? Ja, aber why nimmst du keinen Strom? Vielleicht brauchst du ein extra Kabel. Kann ja sein, dass du mit dem Point nicht so gerne kommunizierst. Wir machen auch gleich Schluss, Freunde. Alles wird gut. Ein Leadstone. Das würde ich gerne vielleicht einmal upgraden. Aber ich weiß nicht, wie viel Strom das Ding braucht. Okay, ich glaube von oben. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Was? Hast du nicht. Hä? Aber von hinten nur? Nee, auch nicht. What the hell? Ich bin schwerst verwirrt. Ich hab doch. With me? Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Strom auch auf jeden Fall. Keine. Hä? 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 What? Hä? What? What? Hä? What? What? Okay. Ihr schreibt mir in die Kommentare, was zum Teufel hier schief läuft, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.